Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FTL Faster Than Light Sektor 4. Und ich werde mal nördlich rumfliegen zu den lieben netten NGs, von denen wir auch schon einen an Bord haben. Ja, they are usually willing to help. So sieht das aus. Die NGs sind freundliche, liebe, nette Lebensformen. Zumindest überwiegend. Mal sehen, was uns hier erwartet. Aha, ein Scout. Oh oh, die hauen ihren FTL an, das heißt, die wollen abhauen. Ja, legen wir erstmal die Schilde lahm. Wie üblich. Aber in diesem Fall... Oh oh, Tarnvorrichtung aktivieren. Es wurde eine Rakete abgefeuert. Scheiße, wir haben verfehlt. Okay, das war jetzt reichlich doof. Wir müssen irgendwie die Engines außer Betrieb nehmen. Ja Mensch, feuer ich da mal mit dem Laser rauf. Toll, das hat ungefähr gar nichts genützt. Gut, hoffen wir, dass jetzt der Schild getroffen wird. Sehr schön. Wir schießen jetzt mal auf den Motor. Oh oh, unsere Sauerstoffversorgung. Haha! Jetzt seht ihr hier unten. Ein Teil ist weggeschossen worden, einer ist aber noch da. Das heißt, es wird weiterhin Sauerstoff ja, generiert. Super, der Schild ist fast hin. Nehmen wir mal den Motor unter Feuer. Ja, geil. Okay, jetzt, ja, jetzt wird es langsam ein bisschen interessant. Erstmal Rakete feuern aufs Gegnerschiff, auf den Schild. Dann haben wir hier ein größeres Problem. Nämlich erstmal ist der Schild an sich beschädigt. Wir haben jetzt nur noch einen Schildpunkt für den Moment. Das hier ist ein Loch in unserer Hülle. Dadurch entweicht Sauerstoff. Und dieses Loch muss erst repariert werden. Halt, ne? So wie die beschädigten Systeme auch. Aber dieses Loch muss halt zuerst repariert werden, bevor der Schild repariert werden kann. Das macht unser Engie aber ganz gut. Oh, da ist zwischenzeitlich unser Schild ausgefallen. Deswegen hat die Beamdrohne ein bisschen Schaden machen können. Okay, die beiden sind fertig mit dem Sauerstoffteil. Das heißt, die werden jetzt hier den Riss versiegeln und dann den Schild reparieren. Ich nehme den gegnerischen Schild unter Feuer und das sollte eigentlich... Oh, schon wieder eine Rakete. Ich mache nochmal die Tarnvorrichtung an. Hui, okay. Gut, wir sind der Rebellenflotte immer noch einen Schritt voraus. Das ist schön. Okay. Der Schild wurde repariert. Ihr könnt euch mal wieder auf die Standardposition begeben. Frederick, unser Engie, hat ein bisschen was abgekriegt. Der wird nochmal kurz aufgeheilt. Beim Rest sieht eigentlich alles okay aus. Sehr schön. Dann können wir weiterfliegen. Assistance required, danger present, imminent destruction. Oh, die Engies bitten uns um Hilfe. Jo. Ja, toll. Pole Schmiedsex. Ja, da haben wir ein paar Mantis getroffen, die uns in eine Falle gelockt haben. Wir schicken auch einen Intruder. Aber wir schicken mal hier Thomas und Weishing dahin. Oh, warte mal, damit die sich der Sache annehmen. Jetzt wollte ich gerade eine Rakete feuern, habe aber bemerkt, das hier ist eine Defense Drone. Ja, die wird unsere Rakete abfangen. Das heißt, es ist eigentlich relativ sinnlos, damit zu feuern. Gut, das hier hat sich erledigt. Senden wir Frederick mal zum Heilen. Weishing kann sich schon mal auf Ausgangsposition begeben. Jetzt werden wir mal die Waffen unter Feuer nehmen. Oh, hier ist gerade was passiert. Ihr habt sicherlich dieses Ding gehört. Hier bin ich gerade im Pilotenrang aufgestiegen. Durch Ausweichmanöver. Ja, das wird auch durch dieses Symbol hier gekennzeichnet. Und wenn ich jetzt mal gucke, hier Pilot Skill, bin ich jetzt ein Level aufgestiegen. Das heißt, der Ausweichbonus hat sich gerade erhöht. Jo, Frederick ist heile, kann wieder seine... Positionen an den Schilden übernehmen. Ich feuer weiter auf die gegnerischen Schilde. Diese gegnerische Defense Drone fängt übrigens, wie gesagt, Raketen ab, allerdings keine Laserschüsse. Das ist eine Defense Drone Level 1.
die, ja, fängt halt nur Raketen und ich glaube auch Asteroiden ab, aber halt keine Laserschüsse. Sehr schön. Ja, Schiff explodiert, wir sacken Zeug ein, kontrollieren nochmal kurz, es geht allen gut, sehr schön. Weiter geht's. Oh, ein Store. Da schauen wir doch mal demnächst rein. Hm. Okay. This beacon has been placed too close to a supergiant class M star. Ja. Das heißt, unser Schiff wird mal wieder überhitzen. Das ist aber nicht so schlimm. Und, oh, guck mal, was ist das denn? Pike Beam heißt das Ding, glaube ich. Das ist eine recht gute Beamwaffe, die auch teilweise zumindest durch Schilde durch... Ja, aber nicht durch zwei Schilde. Sehr gut. Oh oh, Solar Flare, lalalala. Mal gucken, wo das Feuer gleich ausbricht. Oh, okay, das war jetzt nicht so gut im Waffenraum. Das heißt, wir müssen da schnell hin und das löschen. Sonst fallen nämlich unsere Laser aus und das wäre... Ah, doof. Okay, unsere Laser sind ausgefallen. Ne, dadurch, dass wir... Der Laser braucht halt zwei Waffenpunkte. Wir haben gerade nur einen verfügbar. Der muss halt erst repariert werden, was jetzt der Fall ist. Schalte ich ihn wieder an. Und feuer mal auf die gegnerischen Waffen. Schneller, schneller, schneller. The enemy ship appears to be powering up its FTL. Ja, wie denn? Mit zerstörten Motoren. Das will ich mal sehen. Okay, hier ist ein weiteres Feuer ausgebrochen. Können sich die mal drum kümmern. Leo ist ein bisschen angeschlagen, aber da werden wir uns gleich drum kümmern. Erstmal... Take everything we have, just don't kill us. Klar, machen wir. Für 5 Fuels? Yo! Schicke ich Leo mal zum Heilen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, bis der nächste Solar Flare kommt. Ja, da ist er und... Okay. Springen wir weg, bevor der nächste Solar Flare uns erwischt. Ich wollte jetzt eigentlich diesen Punkt noch mitnehmen, bevor wir zum Store fliegen. Denn wenn wir beim Store sind, können wir hier untenrum weiterfliegen. Ja, halte ich für eine gute Idee. Rim! Und der Solar Flare hat uns nicht mehr erwischt. Wir sind in einem sehr besiedelten Gebiet angekommen und kriegen eine Nachricht von einem Händler. Ja klar, antworten wir darauf. Mhm, ein Auftrag. I fear for the cargo safety. I'm looking for a less incompetent captain to investigate. Klar. Here is their last known location. Das heißt, wir sollen jetzt ein vermisstes Schiff suchen und kriegen einen Questmarker. Okay, kann ich gleich mal zeigen. Erstmal heilen wir hier Weishing hoch. Sieht gut aus. Und hier ist jetzt der Questmarker. Das heißt, ja, wir müssen halt da hinfliegen und das ist die letzte bekannte Position von diesem Schiff, was vermisst wird. Allerdings können wir dann wahrscheinlich den Store nicht mitnehmen. Aber der Store ist mir ehrlich gesagt wichtiger. Fliegen wir mal dahin, vielleicht hat er was Cooles zu verkaufen. It's an energy trader looking for a trade. Ah, das ist natürlich sehr schön. Hier gibt es nämlich die Defense Drone Mark 1. Shoots down incoming missiles and asteroids. Die werde ich mir auf jeden Fall mitnehmen. So, was können wir noch? Raketen haben wir eigentlich... Ja, 7 Stück noch genug. Drone Parts sowieso. Fuel auch. Und für den... der Teleporter. Wer weiß, wann wir mal wieder einen finden, der verkauft werden kann. Nehme ich auch mit. So. Was war denn jetzt? Ach ja, genau. Wir hatten ja eben die Raketen abgeschaltet, dadurch, dass unsere Waffenphalanx getroffen wurde. Das heißt, dieser Punkt steckt jetzt nicht in den Raketen, sondern im Transporter. Kann ich mir denn noch einen Energiepunkt kaufen? Jawohl. Gut, damit sind wir wieder voll ausgestattet. Haben zwar nur noch 5 Scrap, aber hey,
So, um die Quest mitzunehmen, müsste ich jetzt wieder hierhin zurückspringen. Am besten wäre natürlich, wenn wir hier und dann dahin fliegen könnten, aber das geht nicht. Ja doch, machen wir es. Komm, verschwenden wir sozusagen mal einen Sprung, weil wir ja hier schon mal waren. Können dafür diesen Distress Call noch mitnehmen. Gar nicht schlecht. So, a small energy ship under attack by a rebel fighter. Ja, guck mal her. So, wir haben wieder Intruder. Hallo. Geht ihr doch mal zur Waffenphalanx und helft da ein bisschen aus. Oh, die haben eine dicke Rakete. Aber wir haben ja eine Tarnvorrichtung. Schießen wir einfach mal auf deren Waffenphalanx. Wenn wir Glück haben, nehmen wir die Rakete nämlich schon so aus dem Rennen. Sehr schön. Hier ist nicht allzu viel passiert. Hier könnte man wieder zurückgehen. Super, die Rakete ist ausgeschaltet. Das machen wir gleich nochmal. So. Sehr gut. Dann nehmen wir die Schilde unter Feuer, können Leo noch mal kurz zum Heilen schicken. Und das war's auch schon. Sehr gut. Die Schilde von denen brennen. Das heißt, wir können hier ganz entspannt weiter die Waffen unter Feuer nehmen. So, schießen noch mal auf den Motor. Damit sich die Gegner... Oh, warte mal, halt. Haha, nee, jetzt haben sie ja wieder Schilde. Okay, machen wir erst das. Und zum Schluss nochmal auf die Waffen. Ja, eigentlich ist es egal. Gut. Und kaputt. You picked bones of their ship and wait for the small angry ship to catch up. Ah, okay. The entry vessel turns out to be very poorly equipped. Na, gib mir mal 25. Okay. Wir können ihnen jetzt helfen. Entweder wir können ihnen 25 Scrap geben oder, was ich natürlich gerne täte, 40 Scrap, 2 Misses und 2 Fuel, aber leider haben wir nicht genug Scrap. Oh. Ja, wir kriegen ein, Drohnen-Schematik-Dingsbums. Wir haben jetzt eine Anti-Ship Drone Mark II, die wir theoretisch einsetzen könnten, wenn wir denn genug Punkte dafür hätten. Was im Moment nicht der Fall ist. Ja, ist halt so. Mein Gott. Wir haben wenigstens ein bisschen was gerissen bei den armen NGs. So, und jetzt wollen wir uns wieder der Quest zuwenden. Mal gucken. You arrive at the last known location of the merchant's delivery. You begin to scan for the lost ship. Aha. Ein Schiff wird von einem Piraten verfolgt. Ja, Rescue. Raketen auf die Schilde und danach gleich den Laser hinterher. Ja, die Schilde sind zerstört. Regenerieren sich zwar ziemlich fix, aber ja, dafür sind jetzt die Waffen kaputt. Okay, nochmal einen auf die Schilde und gleich den Laser nochmal hinterher. Oh yeah. Das hat sich gelohnt. Die Waffen sind auch schon wieder repariert. Das geht übrigens so schnell, weil die hier zwei Reparierdrohnen zur Verfügung haben. Die ja, reparieren halt ultra schnell die Systeme. Das ist übrigens das Ding gewesen, was ich vorhin verkauft habe. So. They offer you a reward for saving them. Ja, finde ich gut. Dankeschön. Nehmen wir gerne. Und weiter geht's. So, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, bis hier die Welle, die rote Welle, sich zum Exit-Beacon vorbewegt hat. Aber diesen hier können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Diesen Punkt. We found you at last. Prepare to die. Ja, genau. Nee, obwohl, jetzt brauchen wir eine Rakete. Brauchen wir gar nicht. Das ist ja... Oh, warte mal. Das ist ja ein lächerlich bewaffnetes Schiff. Und es hat auch keinen Medbay. Das heißt, wir können mal unseren Transporter benutzen. Ich werde mal hier Weishing und wie heißt er? Thomas. Werde ich mal okay, zum Transporter bemühen. Und jetzt
nämlich die Crew mal rüber beamen. Natürlich gleich ins Cockpit, da wo es richtig wehtut. Oh, hier wurde eine Bombe zu uns rüber gebeamt. Ich werde nochmal weiter den Schild behaken. Oh Gott, das war ja gar nichts. Okay, die beiden Jungs da oben machen das ganz gut. Ja, die werden die beiden da oben locker killen. Jetzt nehmen sie sich das Cockpit vor. Oh, warte mal, kann ich ja hier nochmal reinschießen? Der Typ wird übrigens draufgehen, ganz genau, und die machen den Rest. So, und jetzt ist etwas ganz Tolles passiert. Jetzt haben wir nämlich alle gegnerischen Besatzungsmitglieder getötet und können dadurch das Schiff übernehmen. Das ist im Prinzip ähnlich, ja, wie wenn man es zerstört. Allerdings, dadurch, dass wir es intakt, ja, geborgen haben, sage ich jetzt mal, können wir wesentlich mehr rausziehen. With no crew to stop you, you can install it on your own. Und wir haben in diesem Fall noch ein schönes Waffensystem gefunden. Das ist cool. Und jetzt beamen wir unsere Crew mal wieder zurück. Werden sie, ja, zum Medbay schicken. Könnt übrigens auch nochmal unsere Schilde aufladen und Frederick aufheilen lassen. Der hat nämlich den ein oder anderen Hit kassiert. Ja, Dom ist der Rockman, hat halt 150 Hitpoints, bei dem dauert das immer ein bisschen länger. Aber auch der ist irgendwann voll. Jetzt haben wir eine schöne neue Waffe, die ich mal kurz zeigen kann, den Hull Laser 1. Benötigt 2 Power, feuert 2 Schüsse und macht jeweils einen Schaden. Das Ding ist gar nicht schlecht. Es benötigt 14 Sekunden zum Aufladen. Unser Burst Laser benötigt 12. Jetzt muss ich mal kurz was überlegen. Und zwar die Überlegung, die ich jetzt habe, ist, die Artemis-Raketen zu deaktivieren. Und wenn ich mir noch einen Waffen- und einen Energieslot kaufe, könnte ich jetzt den Hull-Laser einsetzen. Das würde mich, ein Waffen- und einen Energiepunkt, wenn man mal oben guckt, hier sind die Waffen, ein weiterer Punkt würde 35 kosten, ein weiterer Energiepunkt 30, wären 65. Und wie ihr oben seht, haben wir genau 64. Das heißt, ja, im Moment lohnt sich das leider noch nicht. Beziehungsweise ist nicht durchführbar. Aber wir haben ja noch ein bisschen hier zum Daddeln. So, wir müssen uns auf jeden Fall Richtung Exit Point begeben. Oder Beacon. Ja, bleibt ja eigentlich nur der. Gucken. Eine Auffüllstation. Das ist richtig billig. Ich kaufe mal 3 Fuel. Oh, schade. Ja, nee, ich begebe mich zum Exit-Beacon. Ansonsten müssten wir uns halt mit der Flotte auseinandersetzen. Geht, wie gesagt, ist aber auch nicht so geil. There is a black market hub here. Ich verkaufe einfach mal den Rest unserer Raketen. Jetzt haben wir nämlich genug Geld, um die eben erwähnte Umrüstung zu machen. Ich kaufe mir jetzt einen Waffen- und einen Energieslot. Deaktiviere die Artemis-Raketen und kann dadurch den Hull-Laser aktivieren. Ab jetzt werde ich es so machen. Die Burst-Laser oder der Burst-Laser ist halt dazu da, die Schilde außer Gefecht zu setzen. Und der Hull-Laser, der halt ein bisschen später erst feuert, ja, wird dann kritische Systeme außer Kraft setzen, wie halt ja, hauptsächlich die Waffen erstmal. Schön! Das sieht doch schon mal vom Equipment her ganz gut aus. So, was erwartet uns als nächster? Aha! Wir müssen in den Slug Home Nebula fliehen. Die Slugs, wie der Name schon sagt, sind so Schneckenviecher. Ja, eine weitere Rasse bei FTL, die wir dann beim nächsten Mal kennenlernen werden. Die sind echt witzig. Slugs, Schnecken, total toll. Gut. Ja, vielen Dank mal wieder fürs Zusehen und ja, wir sehen uns gleich demnächst bald im nächsten Sektor. Bis dahin, macht's gut. Ciao.